Hallo, ich bin der Flo von Bike24. Wir sind heute bei Cannondale in Freiburg. Neben mir steht der Dirk, Entwickler der neuen Lefty Ocho. Hallo. Ja, Dirk, erzähl uns doch mal was zu dem neuen Teil. Gerne. Die neue Lefty Ocho, die ist ja schon hinreichend vorgestellt. Nochmal vielleicht so grob zusammengefasst, wie bei uns die Entwicklung abläuft. Wir sind ein Team aus Entwicklern, ungefähr zweigeteilt. Wir sitzen hier zu zweit in Deutschland plus dem Design und Entwicklungsleitung, Produktmanagement. Ein weiterer Ingenieur sitzt in Wilton, USA. Und das heißt, die Vorgaben, in welche Richtung das geht, kommen bei uns vom Produktmanagement. Wir bekommen ein Lastenheft mit den Gewichten, Steifigkeiten, Performance, welche Knöpfe dran sein müssen. Das Schöne an so einem Lastenheft ist, es steht das ganze Technische drin, aber man kann auch zwischen den Zeilen lesen. Das heißt, Single Crown, ja oder nein, stand da nie drin. Und wir sind relativ frisch zusammengewürfelt aus der ganzen Branche bei Cannondale angekommen. Wir haben uns eingearbeitet in die Materie und dann an den Kollegen, der halt schon lange dabei ist, unser Entwicklungsleiter, viele Fragen gestellt. Warum ist denn das so? Warum ist das denn das so? Und können wir das nicht anders machen? Mhm. Und bei der Frage Single Crown waren alle Kollegen sofort mit dabei. Dann ging es natürlich erstmal los mit Berechnung. Was können wir denn da rausholen? Und um überhaupt erstmal ein Gefühl zu bekommen, habt ihr vielleicht schon in anderen Interviews gesehen, auf Basis der Lefty 2. Alles, was ihr unten seht, Lefty 2. Oben abgeschnitten, Dämpfer gechoppt, eine aus dem Vollen gefräste Gabelbrücke, um erstmal zu sehen, wo geht es denn so hin, die Reise von der Steifigkeit. Mhm. Da haben wir dann schon einmal die Richtung gemerkt, gewusst, es ist ganz okay, aber das ist noch nicht das Ziel. Ich bin diese Gabel ein halbes Jahr ungefähr gefahren, bevor wir dann erste Prototypen bekommen haben von der richtigen Gabel. Und Geschichten habt ihr da auch schon mal drüber gehört. Single Crown Lefty ist relativ auffällig, eine neue Lefty an sich noch nicht. Und deshalb haben wir hier mit unserer Fake Crown die Gabel erstmal aussehen lassen wie eine Lefty 2. Jeder, der das jetzt sieht, sagt, ja, aber unterschiedliche Farbe, das ist matt, das ist glänzend, das sieht man ja. Wenn man nicht weiß, was drinsteckt, was man vor sich hat, sieht man es eben nicht. Und wir haben natürlich niemandem das gezeigt, sondern so im Vorbeifahren mal Freunde getroffen oder andere Leute und kurz Hallo gesagt und schnell weiter. Und dann hat das über 2 Jahre lang niemand gesehen. Vom Innenleben, was halt die Lefty ausmacht, vielleicht noch einmal darauf hingewiesen, unser neues Delta-Teleskop, 3-Linear-Nadellager. Also die Nadeln liegen hier und wandern in eine Richtung. Das ist eben nicht wie beim, beim Rollenlager, ähnlich wie beim Kugellager, was sich dreht. Und durch diese Flächen, die wir innen und außen haben, kann sich dann das Innenrohr zum Außenrohr nicht mehr verdrehen. Und das ist der ganze, also der Hauptaufbau, weshalb die Lefty überhaupt funktionieren kann. Und was eben auch wesentlich zur Steifigkeit beiträgt. Super. Danke, Dirk, für die ausführliche Erklärung zu Lefty Ocho. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einfach ein Like da und abonniert unseren Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Tech Talk.